Wir kriegen immer auf den Arsch. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers vom Mars. Wir kommen in letzter Zeit nur noch in Platin- und Diamant-Lobbys und wir haben die Schnauze ordentlich voll. Philipp ist total am Verzweifeln. Ich krieg schon überall Pickel im Gesicht. Und das, obwohl wir eigentlich nicht gut sind und nicht dahin gehören. Heute schauen wir uns mal an, wie sich so eine Lobby zusammensetzt und wie ihr euch die Lobbys zurechtlegen könnt. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da und wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Leute, ihr kennt bestimmt die Seite sbmmwarzone.com. Wenn nicht, Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal draufklicken. Da findet ihr die letzten Statistiken über eure Runden. Wie ihr seht, ich bin nicht gut. Ich habe eine 0,77 KD, der Simon hat eine 1,5er KD. Ich bin irgendwo bei Gold, der Simon ist irgendwo bei Diamant eingestuft. Wenn wir natürlich zusammenspielen, dann werden wir so gemittet. Der Simon zieht mich hoch, ich ziehe den Simon runter. Die letzte Runde haben wir gerade einfach mal so gestartet. Wir waren in Diamant 4. Dann waren wir im Platinum 2. Ja, das sind Runden, wo ich alleine gespielt habe. Ihr seht, ich habe null Damage gemacht. Ich habe nur da reingesucht in diese Runden. Ich alleine lande in Silber. In Gold viermal, Silber, Silber, Silber. Jetzt ist die Frage, warum landet man denn mal in einer krassen Lobby oder auch mal in einer richtig, richtig schlechten Lobby? Warum das so ist, da hat der Stylus ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Wenn ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr sucht, niemand findet, also das Game niemand findet, der auf eurem Skill ist, dann kommt ihr halt in eine Lobby, wo stärkere Gegner sind oder auch mal in eine Lobby, wo schwächere Gegner sind. Und jetzt gibt es eine App, die wir euch heute vorstellen wollen. Die guckt schon in der Pre-Lobby, in welcher Lobby ihr gelandet seid. Und dann kann man natürlich entscheiden, habe ich Bock auf die Lobby oder habe ich keinen Bock auf die Lobby. Also entscheidet das für euch, ob ihr die nutzen wollt oder nicht. Wir zeigen euch gleich, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal ein paar Lobbys und zeigen euch, wie das so abläuft. Also, let's go. So, bei mir seht ihr schon, auf der rechten Seite läuft die App. Wait for the match to start. Vorab. Die App funktioniert nur auf dem PC. Ihr startet die, wichtig, als Administrator starten, sonst funktioniert es nicht. Dann meldet ihr euch mit eurem Battle.net-Account an und dann startet ihr das Game. Die App läuft im Hintergrund und scannt jetzt gerade schon die Mitspieler. Und gleich, wenn die Runde angefangen hat, könnt ihr direkt sehen, was für eine Durchschnitts-KD die Lobby hat. So, wie ihr sehen könnt, wir sind in der Lobby gelandet mit 1,19 KD. Da ist einmal der Simon aufgelistet und ich bin aufgelistet. Oh, ich wurde sogar gerundet. 0,8. Ich bin stolz, ey. Yippie. Der Simon hat eine 1,4 KD. Und wir haben direkt drei Cheater gefunden. Klasse. Nice. Da könnt ihr auch entscheiden, habt ihr Bock auf Cheater? Wollt ihr die Herausforderung annehmen oder nee, eher nicht. Also ist so auch nur eine grobe Einschätzung. Das könnten Cheater sein. Es heißt jetzt nicht, dass es unbedingt Cheater sind. Simon, hast du Bock da drauf? Bock auf Cheater? Wir haben hier den Topscorer mit einer 8,9 KD und ich muss es leider blurren, sein Name hat rassistische Inhalte. Also, wenn es kein Cheater ist, ist er auf jeden Fall ein ekliger Mensch. So, wir spielen jetzt mal die Lobby so ein bisschen an und gucken gleich mal, was die Seite sbmmwarzone.com sagt, was für eine Lobby das wohl sein Lobby, mag. Lobby. Oh, ah, ich werd besnipert. Boah, ich bin tot. Nice! Ach, leck mich doch! Wie dumm! Wie ihr sehen könnt, war das eine Diamond 4 Lobby. Top 16%. Wenn wir auf Players gucken, seht ihr hier oben die Jungs mit der 8,93 KD und 4,23 KD. Das sind die drei Cheater, die gerade in der Lobby waren. Ne? Die haben auch schön gewonnen. Erster, zweiter und dritter. Entweder ihr könnt einer stolz auf euch gespielt sein. Oder sein Mate wusste nicht, dass er cheatet. Oder er fängt gerade an zu cheaten, hat aber trotzdem nur zwei Kills. Man weiß es nicht. Ne? Wir machen auf jeden Fall weiter und gucken mal, was noch so für Lobbys rauskommen. So, und jetzt sind wir in der 1,22 KD-Lobby gelandet. Also, Simon, die wir gerade hatten, war einfacher. Ja, okay. Aber cool. Das Positive ist, wir haben keine Cheater in der Lobby, sagt zumindest die App. Nice. Cool. Mal gucken, was wir so reißen.
Wow. Ach, du bist doch ein Pisser. Kämpft der da rum, Alter? Was? Wieso habe ich Shipwreck bekommen? Wie ihr gesehen habt, kriegen wir nur auf den Sack. Und zwar gehen wir mal in den Shop und werden mal was richtig Schönes kaufen. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass man mit einer neuen Waffe, die man sich kauft im Shop, ein gutes Gefühl haben möchte und deswegen in eine gute Lobby gesteckt wird. Die Anfänger sehen, oh, das ist aber eine schöne Waffe, die sich dieser Profi gekauft hat. Ich werde die auch mal kaufen. So ist CD aufgebaut. Es geht um Kohle. Also werden wir das mal ausprobieren. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin gespannt. Philipp, bist du auch gespannt? Leute, rein wissenschaftlich. Ne? Das haben wir nur gehört und wir wollen das jetzt mal testen. Ihr habt gerade gesehen, in was für Lobbys uns Warzone einfach steckt. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Wir testen es einfach mal für euch. Wir geben für euch jetzt Geld aus. Ich kaufe mir jetzt den Battle Pass, weil den habe ich mir noch nicht gekauft. Ich habe mir eigentlich gedacht, nee, diese Season kaufst du den Battle Pass nicht. Vielleicht hilft's ja. Und der Simon, der sucht sich jetzt mal eine schöne, schöne Waffe aus. Oh ja, die habe ich schon. Kaufen! Juhu! Ach, dieser Sam. Oh, es ist laut gewesen. Yeah! Geiles Gefühl. Woo! Also, ich will jetzt auch mal hier irgendwie einen der neuen Skins, eine neue Waffe, schöne neue Uhr anlegen. All das, was man nur mit dem Battle Pass kriegen kann. Und dann joinen wir in eine neue Lobby und machen wieder die App an und gucken mal, ob sich was verändert. Und wir sehen gleich das Ergebnis. Also bleibt dran. So, wir sind soweit. Ja. Wir sind in der Lobby mit 1,05 gelandet. Schon mal der Beste hat eine 3,6 KD. Schon mal weniger als gerade auf jeden Fall. Wir werden gleich wieder auf der Seite sehen, was für eine Kategorie das an Lobby ist. Ich würde sagen, aber wir haben jetzt noch mal ein bisschen Spaß. Spaß an der Backen. Wo war das? Dann habe ich aber auch selbst gehört hier. Eine Kiste holen eben. Oh. Hier war noch einer. Aua, und ich werde gesnipert. Aua! Da ist unser Kopf. Das, ja? Okay, jetzt hat er mich. Scheiße, kannst du mich kurz hochholen? Ja. Vorne in der Garage hier. Naja, okay. Yo. Hat Shield Break. Ist K.O. in der Garage. In der Garage ist K.O. Was? Okay. Oh! Ja, genau, er hat einfach nichts mehr. Mit Pre-Fire einfach um die Ecke gegangen. Also einen habe ich noch mal. Nice, Simon. Baby. Leute, es wird aktuell noch nicht besser, trotz Einkauf im Shop. Wir sind wieder mit zwei vermuteten Cheatern in der Lobby. Die durchschnittliche KD ist 1,17. Hilfe. Alter, Spezialmunition hat mich so gefickt. Ja. Echt gut reingekickt. Ja, ich rutsche auch noch genau dahin. Oh, ich habe ihn nicht gesehen unter der Waffe. Ich auch nicht. So, das ist jetzt die dritte Lobby nach unseren Einkäufen. Und wir haben schon wieder zwei Cheater drin. Hammer. Und die Durchschnitts-KD wird einfach nicht besser. Also, ich würde fast behaupten, am Shop-Verhalten liegt es nicht. Trotzdem weiß ich jetzt nicht. Ich hatte es ein bisschen gehofft, dass es daran liegt.
Weil wir echt nur auf den Arsch kriegen. Komm, glaube ich, zu dir. Einer ist down. Ah, der andere ist nicht down. Help me, der Hättest du nicht eine halbe Sekunde früher kommen können? Entschuldigung. Scheiße. Musst du erstmal angerannt kommen. Ach, leck mich, Alter, ey. Keiner trifft mit der Pellington, außer er. Ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen gehofft, dass es am Shop-Verhalten liegt, was aber auch trotzdem heftig wäre, wenn es so gewesen wäre. Ein bisschen froh bin ich auch, dass es doch nicht so ist. Aber was sagt auch schon unser Test über 3 Runden aus? Schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, was ihr dazu meint. Am Ende vom Ganzen bin ich trotzdem geschockt, dass wir immer noch oder dass wir nur in solchen Diamant-Lobbys landen. Ihr habt es ja gerade gesehen, was für Lobbys wir da joinen dürfen. Ich bin sprachlos. Also warum? Ich habe eine 0,77er KD. Warum Diamant? Ich hätte gerne, dass Skill-Based Matchmaking funktionieren würde in dem Fall. Ich möchte in eine Lobby, wo die Gegner denselben Skill haben wie ich. Würde ich gerne mal reinkommen. Also, weil ich bin nur noch frustriert. Ich bin nur frustriert von dem Game in letzter Zeit. Oh ja, das stimmt. Sollen wir nicht mehr zusammenspielen? Müssen wir uns irgendwie ich kann nicht den ohne Neffen dich. Noch in die Lobby, laden? Auf Reverse Boosten haben wir auch keinen Bock. Was die App auf jeden Fall für Vorteile hat, habt ihr gesehen. Ihr könnt am Anfang sehen, in welche Lobby ihr gerade gejoint seid, könnt, bevor ihr das Spiel anfangt, entweder abbrechen oder sagen, boah, habe ich Bock drauf, sehe ich mich. Oder ihr sagt auch, boah, ich will unbedingt in eine gute Lobby kommen, weil ich will gefordert werden. Oder ich habe einfach Bock, mich zurückzulehnen, ein bisschen zu daddeln und einfach Spaß zu haben. Und ihr könnt sehr gut sehen, ob ihr mit Cheater in einer Lobby seid, was ich sehr positiv finde, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn alle Leute diese App nutzen würden, würden die Cheater die ganze Zeit alleine gegen sich selber spielen. Und das finde ich mal geil. Ihr findet alle Informationen natürlich unten in der Videobeschreibung. Schreibt gern in die Kommentare, wie ihr zu dieser App steht, ob ihr das scheiße findet, wenn Leute die nutzen oder ob ihr die in Zukunft auch nutzt. Wie gesagt, funktioniert aktuell nur für PC. Ich zocke mit PC, Simon leider mit PlayStation, aber wenn wir zusammen zocken, können wir... Da kannst du ja. Genau, haben wir beide den Vorteil davon. Ich bin geschockt. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Ja, normalerweise machen wir nicht so Videos, sondern sind eher ein bisschen auf Spaß, aber manchmal wollen wir auch mal ein bisschen... Wir sind auch live. Auch das. Immer mittwochs und freitags sind wir natürlich auch gerne live. Seid gerne dabei, schaltet ein auf YouTube und Twitch. Streamen wir gleichzeitig. Also... Auch da gerne mal vorbeischauen. 18 Uhr. Genau. Bis dahin, haut ihr rein. Auf Wiedersehen. Wink mal wie ein Dulli. Hab ich. Hast du? Okay.